Das war ja im Discord. Und es beginnt. Das angehandelt werden. Eine Rätische, ja, das ist gut. Man könne mit Gottes Schild die Sanity verändern. Hey, ich bin nicht gemoved. Wer ist beim letzten Mal runtergegangen, Alice? Können wir das nochmal ganz kurz verraten? Ich. Du bist runtergegangen. Ne, du warst doch unten. Robin war auch unten. Was soll das heißen? Kampftränke. Das wäre besser, wenn wir 10 Kampftränke. Kannst du Kampftränke herstellen jetzt oder gibst du mir gleich welche? Abend. Danke erstmal 40, wenn du 40 dabei hast. Grüß dich. 66 mehr herstellen. Grüß dich, Gott. Achso, ich war auch unten, Stefan, Entschuldigung, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, tut mir leid. Ja, die Box kriegst du noch. Okay. Danke. Die sind nämlich beim Mythisch Plus und letzte Woche beim Raid drauf. Die 40, die ich hergestellt bekommen hatte. Wie viel hast du dann, hä? Yannick, macht Sinn, dass du runtergehst? Puh. Ha. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, sind ja schon genug Melis eigentlich da. Weiß halt nicht, wie es letzte Mal war. Halt relativ knapp. Ich weiß halt nicht, wie viele jetzt schon den Umhang noch höher haben oder so. Vielleicht war der Schaden nicht schlecht.
Also ich glaube, oben wird mehr geistige Gesundheit entzogen als unten. Durch den Debuff oben. Die Ketten. Wobei es ja tatsächlich auch so ist, bei den Ketten ist das Hauptproblem nicht, dass die Leute getrennt stehen, weil das nur Schaden verursacht, aber wenn eben jemand dicht an den Leuten dran steht, die die Ketten haben, dann verlieren die geistige Gesundheit. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir komplett verteilt stehen. Und dann eben so schnell wie möglich die zwei, die zusammengehören, halt zusammenlaufen. Wobei das halt, solange sie nicht zusammenlaufen, nur Schaden macht. Das heißt, das nicht so schlimm ist, wie dass der eine Tank dann sehr weit weg ist. Ist die Welt jetzt 20? Ja. Ja. Fehlten. Robin? Robin, ja. Ich komme ein bisschen später. Kann ja sein. Brauchst du eine lange, Robin? Ah. Thomas, zwei Deppen, ein Gedanke. Ja, tatsächlich. Er ist auch gar nicht im TS. Ich hätte schon können, er war schon im TS. So, wenn sie zählt. Stefan ist die Seed. Hä? Und sofort wieder reingekommen. Daniel, dann gehst du noch mit runter. Yannick, was hattest du gesagt dazu, ob du runtergehst oder Daniel? Nicht? Daniel? Je nachdem, wie viele Milis halt da sind, ob das Sinn macht. Hier? Hä? Ist das nicht unten fast egal wegen Milis? Ja, keine Ahnung. Ja, also sofern der Boss weitergezogen wird, rechtzeitig, dann sind doch die Voids völlig wurscht, die spawnen. Ja, stimmt, da müssen wir hier ausweichen. Und ihr habt ja unten nichts, ihr habt ja den Debuff nicht, wo ihr verteilt stehen müsst unten, also eigentlich, das könnt ihr auch kuscheln die ganze Zeit, oder nicht? Nee, können wir nicht, wenn da das kataklysmische Feuerregen runterkommt und sowas. Die ganzen Voids. Ist das nicht nur ein Einschlag? Nee, das sind mehrere kleine Einschläge. Ja, aber ich meine, da bleibt doch keine Void liegen, oder nicht? Nee, es sind bloß Einschläge. Da kann man doch dann als Melee-Gruppe auch rauslaufen und wieder zurück, oder nicht? Ja, wenn's blöd geht, sind mal vier auf einem Haufen. Also so ringsrum verteilt. Ja gut, okay. Aber wie gesagt, oben sind die Tentakel halt sonst wo verteilt und wir müssen... Yeah, auf geht's! Sehr oft zusammenrennen. Also es ist heute klatsch mit denen. Gerade Melee-freundlicher oben. Zumal oben halt die Leute nicht zu dicht beieinander stehen dürfen, wenn sie Melee sind. Weil sie sich sonst gegenseitig geistige Gesundheit abziehen. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Aber so wie es scheint, sind ein paar Bugfixes drin gewesen. Aufteilen. Sollte jetzt besser gehen. Ich sehe gerade auch, dass ziemlich viele unten sind. Ich würde lieber Yannick runterschicken. Sein Schaden ganz okay ist. Markus war, glaube ich, auch unten gewesen, ne? Victor, konntest du guten Schaden machen in der ersten Phase mit den Tentakeln? Ja, ist ja nicht. Das ist ein Haufen Dings gewesen. Passt schon. Naja, es war ja hauptsächlich Single-Target, ne? Jo. Was wollte ich schon machen? Bist du besser im Single-Target oder Single, eher wenn... Ja. Bitte? Single-Target. Bist du eher gut, ja. Ja, wenn brauchst du Single-Target. Weil dann gehst du für Ford runter. Wobei Robin kann man eigentlich auch unterschicken. Sarah war oben. Sarah ist auf jeden Fall besser oben aufgehoben. Ja, Robin war letztes Mal unten. Ja, ich hoffe, der kommt noch. Ich weiß nicht, hat nicht Bescheid gesagt. Ist er eingeschlafen, das war so ein Quatsch. Die Tick-Kicks von den Tentakeln, stehen die noch irgendwo? Vermerkt?
Ah, so geht's doch. Hallo, bin eingepennt gerade in den 10 Minuten, die ich zu Hause bin. Ja, mach dir eine Pizza. So vorhersehbar. Nee, ich muss mich unbedingt erst einen Moment hinlegen, ich wäre sonst keine Ahnung. Die Verderbnistentakel spawnen die erst, nachdem wir runtergehen, ne? Es ist erst, dass nachdem die Gruppe unten ist, spawnt immer nur ein Verderbnistentakel, glaube ich, ne? Ja, genau. Okay, da brauchen wir dann keine Kick-Einteilung für. Beziehungsweise wird dann einfach ganz normal vom Tank und Dings gekickt. Das Verderbnistentakel ist dann, also die Gruppe geht zu rot, wenn die beiden Verderbnistentakel spawnen. Da müsste eins ein bisschen weiter vor rot und eins ein bisschen weiter hinter rot spawnen. Da hatten wir ja schon gesagt, Rush Vulture gehen auf das, was weiter vorne ist. Wer den Wolf auf das weiter hintere. Aber das würde ich gerne tauschen wollen. Dass Rush und Vulture auf das hintere gehen. Gerade Dominik, du bist schneller mit dem Hinspringen. Ich mach das hintere, passt, okay. Zweiter Kick oder erster Kick? Was machst du, Jan? Da steht zwar jetzt zweiter Kick, aber mach ich nein, geh angucken. Hört man. Ja. Wenn ich runtergehe, dass ich ganz hintere lauf. Stream, Hintergrundmusik. War der Ort zum Runtergehen nicht sowieso sehr dicht an dem Tentakel dran, an dem zweiten? Robin, muss erstmal nachher kommen. Wo wir draufgehen. Das war hier so. Meines letzten Wissens. Ja, aber Alex geht ja auch runter. Ihr geht alle runter, außer Alfie. Oder ich nehme welche, warte, dann nehme ich welche, die nicht runtergehen. Wer ist denn schön schnell da hinten? Hier, schau mal, was das Schönes in der Kiste hatte. Du gehst runter, hörst du nicht zu, oder was? Ingo kann da schnell hin, ne? Mage kann auch blinzeln, oder? Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. Also Range Kick wäre halt schon von Vorteil dann. So schnell casten die das auch nicht. Kann ja einen Range machen, wenn er schneller hinkommt. Geht's gerade um die Brauche ich wieder Mass Entanglement oder kann ich Typhoon drin lassen? Eine Waffe ist nie schlecht in der ersten Kiste. Ja, das stimmt. Allgemein Waffen in den Kisten. Jetzt. 75er Waffe. Ich hab's übrigens nochmal weiter beobachtet, Stefan. Sobald irgendwie das Mitglied des Kampfes ist, können da die Sterne drauf pocken, ohne dass ich es angreife. Jemals angegriffen hätte. Ach so, ich habe jetzt falsche Talente drin. Folgendes. Erste Phase, wir kuscheln alle bei Gelb, dann werden wir runtergezogen. Dann wird der Tank-Mob, der spawnt bei Blau, der wird dann direkt nach hier hinten. Ich spiele meine Runde so. Das erste dürfte ungefähr hier sein, wo ich jetzt gerade bin. Und danach geht es dann weiter nach außen. Hier ist das zweite Tentakel, dritte Tentakel, vierte Tentakel, fünfte Tentakel. Dann geht es weiter nach innen und da ist dann das sechste Tentakel. Na, das ist nicht das Problem. Nach dem sechsten Tentakel rennen wir dann alle, während wir noch Schaden machen auf dem Boss. Ich kann mich auch wegporten, dort nur eine Minute. Und töten den halt. Fangt erst an, ab dem fünften Tentakel oder ab dem fünften Debuff vom Tentakel eure Cooldowns zu ziehen, die ordentlich Schaden machen. Weil der ab da dann eben den 200% mehr Schadenbuff hat. Wobei 5 sind 250% sogar. Dann müsst ihr eure Leiche oder euren Körper wieder anklicken. Dann kommt ihr hier in die normale Welt. Dann laufen wir alle weiter zu Rot. Dann spawnen zwei Tentakel, eins vor Rot, eins hinter Rot. Das, was vor Rot spawnt, bei Orange. Das ist das Tentakel, wo Verdi und den Wolfer draufgehen und kicken. Und das Tentakel, was hinten spawnt, was jetzt Orange ist, da gehen dann Ingo und Max drauf. Und unterbrechen das. Ansonsten schön schnell die Tentakel kaputt machen. Dann gibt es die erste Phase, wo die Leute runtergehen. Gruppe 3 und Gruppe 4 gehen runter.
Christoph, versuch mal unten auf jeden Fall, ne, zumindest den dicken Eimer anzuhauen, dass der den Buff hat, ne? Und vielleicht auch die Tentakel, dass die körperlichen Debuffs drauf sind. Die Tentakel standen zu schnell. Das, wie gesagt, ich brauch's nicht. Mit dabei. Bei den großen auf jeden Fall. Dann. Ja, dann beeilt ihr euch da unten so, so schnell ihr könnt. Was hattet ihr gesagt? 5 Stacks, ne? Dann durchbürsten. 3, oder? Hast nicht 3? Nee, 5 brauchst du auf jeden Fall. Okay. Ja. Gleiches Spiel wieder. Ungefähr, wenn er den 5. Stack hat, dann sollten eure 3 Minuten Cooldowns vom ersten Mal wieder ready sein. Das ging sich zumindest so aus. Und alle, die nicht runtergehen, die machen dann, nachdem bei Rot die Tentakel durch sind, gehen sie dann weiter Richtung Lila und machen da dann die dicken Tentakel und müssen danach dann wieder zurücklaufen zu Rot. Also wir gehen dann weiter zu Lila, töten da die Tentakel und laufen dann zurück zu Rot. Ich habe jetzt auf der anderen Seite auch noch einen Mark gesetzt, das grüne Mark, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob jetzt Rot zuerst kam und dann grün oder anders oder andersrum. Deswegen, das call ich dann im Kampf. Wichtig ist dann eben, dass da dann auch die 3 Minuten Cooldowns wieder ready sind und dann da Vollgas gegeben werden können. Dann dauert es nicht mehr lange, dann muss die Gruppe erneut runtergehen. Da geht dann wieder Gruppe 3 und 4 runter. Im laufenden Progress, was? Was? Die haben den Drachen anscheinend gebufft um 35 Millionen. Ich hoffe jetzt auch, dass die Umhänge bei allen mindestens auf 5 sind. Einfach so. Wichtig, dass er schön verteilt steht, dass dann eben nur die 2 Leute, die mit... Welchen Drachen meinst du? Nur den ersten oder den zweiten? Und sonst den ja bestimmt, oder? Steht, weil das zieht euch geistige Gesundheit ab. Und der andere Debuff, der sollte so schnell wie möglich dispelled werden. Der von den... Exiona. ...gewirkt wird. Gut. Priorität sind die großen Tentakel als erstes, danach die Caster-Tentakel und dann die kleinen Tentakel. Also hauptsächlich Midis fokussen das große Tentakel und die Rangers, die versuchen halt irgendwie alles zuzudotten und umzuhauen. Gut. Wenn ihr das erste Mal runtergeht in der zweiten Phase, also jetzt quasi nachdem alle unten waren, dann gibt es First Try. Und müsst ihr das Voids rauslaufen. Und wenn ihr das runtergeht, was First Try? Die hatten den First Try fast auf 10%. Mal kurz stehen bleiben, und Blizzard wollte das wohl nicht so schnell. Dritte Phase ist ja eigentlich relativ simpel. Er schießt mit dem Beam durch die... Wenn du mal drüber nachdenkst, wie viele Probleme wir im Normal mit dem haben. Tentakel um ihn rum. Ja. Ich weiß nicht, in Heroisch haben die sich gedreht. Keine Ahnung, ob sie das auch machen. In Normal weiß ich jetzt nicht. Ja, die bereiten sich da aber ganz anders drauf vor. Und dann ist ein Tank-Ad, das muss gefokust werden. Das macht eine Attacke, da müssen sich alle reinstellen zum Kuscheln. Eine OE-Attacke. Ja. Dann stellt mal Kessel. Dann kann's losgehen. Hey. Ui, haben wir fast alle gerappt. Interessant. Können wir ja jetzt hier noch machen. Zu rappen. Five, four, three, two, one. Das funktioniert schon mal, das ist gut. Four, three, two, one. Falsche Tentakel. Bitte den Boss kicken. Falsche Tentakel. Vibe. Kann das bitte der tanken, der weiß, wo es lang geht?
Hütet euch. So. Auf die Zisten. 200 Millionen Gold. Hüte. Boah. Nach hinten. Kommt zu mir. Die Tentakel. Teilen stehen. Ewige Qualen. Thomas, nimm du das hintere Tentakel. Hütet euch. Teil stehen und um Rot rum aufstellen, Leute. Gedankenpforte wartet noch kurz. Jetzt runtergehen. Kommt die nächste Paranoia. Wieder ein bisschen verteilt stehen. Weiter rumlaufen, ne? Ist mal grün tatsächlich. Ist doch schon jemand. Wie kann der schon übernommen sein? Killt mal den Übernommenen bitte. Ja, ablegen, wenn einer übernommen ist. Genau. Oh fuck. Ja gut, ich muss auf jeden Fall dran denken, bevor ich runtergehe, nochmal das Ding zu drücken. Kann man runterspringen am Rand? Geh einfach in die Suppe. Okay. Wie gesagt, ihr sollt verteilt stehen, damit das funktioniert. Und Thomas, lass es ruhig Timo machen am Anfang, der weiß nämlich, welche Richtung es geht. Ich habe es zwar auch gezeigt, aber wenn das zu schnell ging oder du nicht aufgepasst hast, dann lass ihn das machen, dann siehst du es einmal. Ist am Anfang sowieso wurscht, wer anfängt. Ah, falsche Seite, natürlich. Markus, du musst reisen. Kannst du mir so einen Umskill-Varianten geben? Warte. Ist erstmal so da. Danke. 5, 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one.
Hütet euch. Thomas ist nur bei 45 geistiger Gesundheit. Ich weiß nicht, ob da nicht vernünftig gekickt wurde gerade. Er stand am Anfang in der Scheiße drin. Von einem Tentakel. Okay. Hütet euch. Nach hinten wieder. Kommt zu mir. Tentakel. Hütet euch. Verteilen. Runtergehen. Feuer aufladen, weil... Ja. Und geht ja nicht. 4, 3, 2, 1. Verteilt stehen. Oh shit. Sarah wird gleich übernommen. Benutzt das Item, wenn du kannst. Nee, ich hab's eigentlich benutzt. Ich verstehe das nicht. Ich hab's wirklich benutzt und ich hab mich Hast noch du dich nicht bewegt. Hast du dich bewegt, Anna? Nein. Weil ich bin erst zu Alfie gelaufen und hab's dann benutzt, weil es knapp war. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ach, Moment, hast du Schaden gekriegt? Weil ich glaube, es geht auch nicht, wenn du Schaden kriegst. Ach nee, bewegen oder angreifen. Aber ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du irgendeine Fähigkeit noch gedrückt. Na, ist jetzt auch zu Ende dann. Ja, sorry, also keine Ahnung, woran das jetzt lag. Nächstes Mal warte ich noch einen Moment. Hütet euch. Wie gesagt, wartet, bis ihr bei 0 seid, dann kriegt ihr, da kriegt ihr für 10 oder für 20 Sekunden kriegt ihr einen Damage-Buff. Oder warst du schon auf 0? Geht's da vielleicht nicht mehr, wenn man auf 0 ist? Oh, warte, ich bin jetzt unter 0. Kann ich es noch benutzen? Ah, man kann es nicht mehr benutzen, wenn man unter 0 ist. Also, man muss es benutzen, bevor man bei 0 ist. Vielleicht war das das Problem, ich weiß es nicht. Ich bin übernommen, bin aber nicht übernommen. Fuck! Wie? Jetzt bin ich übernommen. Ich konnte euch angreifen, ich konnte aber auch die Ads angreifen. Aber ich konnte auch normal laufen und normal casten für einen Moment. Bis auf dass die Suppe halt bei den ja, du hast den ersten falsch getankt, da war es ein bisschen zu großmütig, so weit zurückzulaufen. Das Los, töte Stefan! Nicht das Ziel. So ist die Suppe dann innen drin und das ist kacke. Das hat mich nochmal, ich glaube, 8 Gesundheit oder so gekostet. Nicht mehr, aber gut, Medi und langsam. Okay, ja. Dann springe ich einen Tentakel weiter. Nee, weniger weit. Doch, weiter, weil sonst... Ja, wir müssen ja von Anfang weiter weg. Ja, vom... Achso, ja. Bei mir sah das so aus, ich bin etwas später reingelaufen, aber der Boss war noch nicht gespawnt, aber bei mir sah es so aus, als wärst du schon vorgelaufen, weißt du? Nö, ja, ich bin ziemlich spät, also es sind 3 oder 4 Leute vor mir schon runter. Ich habe nämlich nur meine Gesundheit aufgefrischt. Ich vermute mal, dass ich einfach wahrscheinlich Thomas' Markierung gesehen habe und ich noch nicht so ganz wach bin. Und ich, in dem Übergang sieht man ja noch die anderen.
Das werde ich wahrscheinlich jetzt gesehen haben. Ja, ja, ja. Sophie? Sophie? Ich habe schnell einen Reload gemacht. Ich habe von mir nichts mehr klicken können. 5, 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one. Funktioniert das, dass man den Umhang benutzen kann hier, dass man keine Verderbnis bekommt? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie geht das nicht. Ich kann immer noch nichts klicken. Ja, versuch's hinzukriegen, keine Ahnung, wir können jetzt nichts machen. Der killt nur das Auge, was auftaucht. Und da muss man... Da muss man doch aber erstmal so viel Verderbnis haben, dass das überhaupt kommt. Oder meinst du das Auge, was mich immer mal beschießt? Toll. Hütet euch. Wieder nach hinten. Zu mir. Startet uns das Spiel einmal neu. Ja. Nee. Was hast du schon wieder gemacht, dass du da stehen geblieben bist? Ich hab keine Ahnung. Hütet Bleib mal euch. Oben, Daniel. Okay. Paranoia verteilen. Ey. Bleibst du ja. Untergehen. Da beim Klostein würde ich anfangen. Hier. Four, ja, ja, das ist gut. Three, two, one. Teilchen. Ist zu zweit nicht geheilt gekriegt hat. Daniel? Nein, hier oben nicht. Und ich weiß nicht warum. So kriegst du unten alleine hin. Ja, weil der Tank zu spät beim Tentakel war und das Tentakel die meisten Milis umgehauen hat. Ich bin eh übernommen jetzt.
Ja, drei Leute mit Nahkampf angegriffen. Vier. Fünf. Komm, los, übernimm mich. Ja. Können wir irgendwie eigentlich eine Route unten festlegen, wie wir laufen? Dass man schon irgendwie... Ja, ich fange außen an. Also wenn das Ed kommt, das mal, oder? Ich gehe dann ein Tentakel weiter, wo unsere Körper sind, und dann die äußersten Tentakel läufe ich immer ab. Okay. Das, so war der Plan letztes Mal. Der ist aber nicht gestorben. Das wird schon auch manche nicht sinnvoll um, habe ich das Gefühl manchmal. Manchmal gehen die Tage super schnell und dann auf einmal dauert es halt 1000 Jahre. Mhm. Also der Debuff ist ja auch auf dem Boss ausgelaufen. Ja, eigentlich sollten die Tentakel Prio 1 sein, bis wir halt 5 Stacks also haben. Also bevor die, ich wollte gerade sagen, bevor der Boss nicht bei 4 oder 5 Stacks ist, macht sowieso keinen Sinn, den Boss anzugreifen. Kliefen. Naja, Hexenplotz oder sowas kann man ja drauf machen, aber ansonsten halt. Geht's jetzt mit Klicken, Sophie? Ja, es geht wieder. Bestimmt Healbot schuld. Nein, ich hab wirklich mit der Maus selbst bei der Leiste nicht mehr klicken können. Also da ist nicht Healbot schuld. Stimmt das, was ich auch mal hatte? One. Wer benutzt schon Healbot? Ich. Was bei dir so rumgebackt hat. Ich? Leute, Klappe halten, konzentrieren. Wie lange man immer braucht, bis man aufsteht. 4, 3, 2, 1. Das war zu schnell. Hütet euch. Das hat man aber auch schon mal besser. Ja. Dabei sah das gerade ziemlich gut aus. Zum Boss hin. Jetzt hab's irgendwie auch nicht wieder geschafft. Ich habe dasselbe gemacht wie vorhin. Das war nicht gut, Janik. Hütet euch. Auf jeden Fall, bevor ihr runtergeht, das Herz einmal nutzen. Ne? Ich sehe da nur schwarz für, wenn wir wieder oben sind. Neuer Verteidigung. Ja, das ist halt auch mein Gedanke. Ah, so weit weg. Johannes, komm zu mir. Komm mir doch entgegen. Ich würde schon immer mal Melee spielen. Eigentlich als Caster. Runtergehen. Hey! Pass auf, Johannes. Ist markiert. Du bist schon unten, Johannes. Du solltest eigentlich vorher das Ding benutzen. Mhm.
30 ist echt knapp. Muss aber klappen. Neuer? Nee, das klappt halt wirklich nicht. Zurücklaufen, zurücklaufen hier oben. Letztes. Verteilt stehen Paranoia gleich. Ja, Johannes wird übernommen. Ja, das war dumm, mit 30 Energie runterzugehen. Ja, Daniel hat es auch übernommen. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Ich habe da falsch gespielt. Warum wurde Tentakel gemacht? Oder war das der Boss-Schlag? Was denn? Ja, hier diese Suppe. Das ist der Boss-Schlag, der auf dem okay, Boden war. Okay, war der Boss-Schlag in der Dunkelheit, ja. So, ja, okay. Also warum ziehst du den Boss in der Situation und warum lässt du ihn nicht stehen? Wir waren bei 5 Stacks, das heißt durchnuken. Wenn du ihn ziehst, wir sind nur die halbe Gruppe. Da reicht es nicht, einfach zuzudotten und dann loszulaufen. Okay. Wir sind Caster, wir müssen casten. Und die Milis, was machen die Milis? Ja, draufhauen. Ja, aber wie, wenn die Suppe kommt? Ja, die Suppe kommt ja dann nicht. So. Okay. Ha, überlebt. Haben wir auch den Buff zwischendrin mal verloren oder hat es nur irgendwie gebuggt? Nein, nein, wir hatten die 5 Stacks, das war alles gut. Buffmäßig okay. war gut. Wir hätten den Boss nur an der Stelle dann stehen lassen müssen, dann nuken und dann zeitweise immer weiterziehen, wenn halt eben die Suppe näher kommt. Wenn der Boss-Schlag kommt, ist dann die Hälfte der Suppe nämlich in der Suppe drin und nicht da kommt die Suppe von der einen Seite näher und der Boss hat dich überholt und von der anderen Seite kommt die andere Suppe. Weil dann kannst du es nämlich als Caster vergessen. Entweder du machst gar keinen Schaden oder du guckst, dass du der Suppe ausweichst. Und dann machst du auch keinen Schaden. Und die Zeit haben wir auch einfach nicht, weil ansonsten der Stack auch wieder ausgelaufen ist und der Boss bis dahin nicht tot ist. Dann haben wir lieber einen längeren Weg bis zu unseren Körpern, als das so. Da steht ja mal ein Portal. Jetzt ist es unten nicht mehr dann. Doch. Sobald ich runtergehe, mache ich als erstes ein Portal. Kleiner Tipp am Anfang, wenn ihr, wenn der Boss gepult wird, rennt einfach so dicht wie möglich vorne an den Boss ran, weil dann ist eure Leiche ein bisschen dichter. Und tötet das erste Tentakel bitte nicht 5, so schnell. 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one. Tischstand. Hütet euch.
Noch schlechter. Hütet euch. Weg von ihm. Zu mir. Und zu Rot. Hütet euch. Paranoia verteilt stehen. Thomas, spott gleich mal das Tentakel hier ab. Bitte nicht durch die Leute durchrollen. Gerade habe ich einen Mönch gesehen, der ist durch zwei Paranoia-Leute durchgerollt. Das sollte nicht passieren. Ich weiß nicht. Das zieht den geistige Gesundheit ab. Arminius, Ignite, auf jeden Fall das Ding benutzen. Oh, ich hab's auch. Das runter, ohne es benutzen. Das war ich auch dumm. Ich bin das, aber ich hab mich bewegt, weil das rote Scheißdreck noch. Es ist echt nicht so schwer, Leute. Versucht euch darauf zu konzentrieren. Ihr dürft. Ihr wiped uns sonst. Macht's bitte einfach richtig und sauber und macht's halt so nur ein bisschen früher. Fuck. Paranoia. Schon wieder vergessen, dass die Tentakel Waits machen. Zu Orange, glaube ich, zurück, oder? Sind wir zu schnell? Ja, zurück. Shit. Ah, Victor ist übernommen jetzt. Und ich tue's schon wieder. Komm schon, kill das Ding. Keine Stacks mehr. Also hier oben klappt's jetzt gerade. Ja, unten ist zu wenig Schaden. Ja, wenn Victor nicht übernommen gewesen wäre, dann hätten wir es schon geschafft. Nee, so viel Schaden macht er nicht. Das war echt locker, Mann. Yes, übernommen. Du machst 15% vom Leben des Bosses. Mach ich vom Boss unter mit den 5 Debuffs. Er kann das machen während dem Laufen, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich unten noch einen Heiler brauche. Wartet doch einfach die Paranoia ab und dann geht einfach auf Azeroth strahlen. So, Punkt. Fertig. Easy. Und nicht im Tor stehen, wenn man das drückt. Und nicht ja, im Tor stehen. Also ihr könnt auch in allen anderen Sachen stehen, weil das normalerweise mehr regeneriert. Also je nachdem, wie viel ihr schon habt, wenn ihr irgendwie 40 oder 50 habt. Sollen wir vielleicht doch die mehr Medis runterschicken? Dann. Weil ich habe das Gefühl, die machen oben keinen Schaden. Wenn ich Max und Ingo sehe, 26k und 24k, ist halt lächerlich. Machen die sonst Schaden? Ne, Markus ist unten. Ja. Ich kann nichts machen. Bitte? Ich bin laufender Bot. Also du willst lieber nicht runter, oder was? Je weniger ich laufen muss, desto besser für alle. Weil ich kann 2 Casts auf den Tentakel machen und dann bewege ich mich 10 Minuten. Ja, Max, dann tauschst du mit Markus. Also 60 ist machbar. Ah, da muss Schaden da sein.
Unten, 60. Oder was meinst du mit 60? Ja. Unten 60. Ja? Denkst du? Und die. Ja. Ja gut, ich hab gerade also, zweimal gefailt und das etwa fast tot. Ping. Hast du vorher aufgeladen? Ja. Also es müsste eigentlich klappen. Oh, meiner ist auch leicht erhöht. Ich hab 700 Millisekunden. 2, 1. Four, three, two, one. Hütet euch. Wer von euch hat da gerade die Armee gezogen? Oder war das nur Apokalypse? Noch ein Prozent weniger. Armee würde ich für den Kampfrausch aufheben. Hier in den Boss zu jagen bringt uns überhaupt null. Hütet euch. Weg vom Boss. Zum Boss. Entschuldigung. Genau zu mir, bitte. Och, das ist immer lange. Ford und Verdi und Wohltalk auf jeden Fall benutzen. Gleich bevor ihr runter müsst. Hütet euch. Verteilt stehen Paranoia gleich. Fünft, das. Was hast du? Ford und Wohltag auf jeden Fall benutzen. Hab Werde, wie gesagt, auch. 60. Ich denke mal, du musst eigentlich damit dann irgendwann, spätestens im HC, musst du so spielen. Max, 30 Energie runter. Wie oft habe ich das schon gesagt? Warum bin ich jetzt bei 90? Das hatte ich vor ins Ohr. Bei mir du hast dann irgendeinen Cost abbekommen. Okay, was? Das ist eine Anzeige fehlt, oder was? Du siehst ihn nicht mehr. Ja, nee, war bei mir auch so. Die Anzeige hinkt einfach hinterher. Na gut. So orange. Warum ist jemand übernommen? Das ist doch die richtige Anzeige bei mir. Hütet euch. Jetzt bin ich bei 40 und der Kampf hätte noch 5 bis 10 Sekunden kürzer gehen können. Ja, zwei Leute schon wieder tot ablegen. Es darf nicht passieren, dass einer mit 30 Energie runtergeht. Darf einfach nicht sein.
Sobald ihr bei 30 Energie oder 35 Energie seid und ihr müsst runtergehen, müsst ihr das Ding benutzen und oben Spiel übernommen werden. Eben, keine Ahnung. Ja, homisch. Ihr könnt davon ausgehen, dass unten 60 Energie draint. Ja, Minimum, ne? Hütet euch. Ja, das ja. Ist auch abhängig davon, wie lange wir unten sind. Also beim ersten Mal runtergehen wird 40 gedraint. Beim zweiten Mal wird wahrscheinlich circa 60 gedraint. Ja, das 60 kann man jetzt braucht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wer kickt denn eigentlich da unten noch mit. Ich habe das Gefühl, es wird da manchmal ein bisschen verpennt, oder? Also ich kicke on cooldown. Oder versuch's zumindest. Also ich bin doch ehrlich, ich bin Hütet nur auf diesen scheiß Psycho, um zu kicken. Ich auf die Tentakel mache ich nur Cleave. Ansonsten wird da glaube ich auch 10.000 Mal Sachen durchgehen. Vielleicht sollten wir uns auch festlegen, wo wir auch als Melee stehen bei den Psychos, nämlich sobald wir kuscheln. Und das ist halt durch das ganze Bewegen dort unten, dass jeder Norden, Osten, Süden, Westen nimmt. Ich meine, wie viele Melees haben wir jetzt unten? Und wir können auch nordöstlich nehmen, weil sobald wir nah aneinander stehen, tickt es halt auch wie Sau runter. Und dass man paar Leute auch fürs Kicken einteilen, drei fixe Leute, die einfach kicken. Weil da geht jedes dritte durch. Ich weiß auch nicht, wie viel das Kicken ausmacht. Aber ich schätze mal genug. Ja, dann macht halt Dominik 1 oder von mir aus Yannick 1, Dominik 2, Verdi 3 und im äußersten Notfall Johannes 4. Na, ich glaube 3 reichen vollkommen, aber dann müssen die 3 auch wirklich passen. Darum sage ich ja, im äußersten Notfall Johannes 4. Und sagt es im TS auch an, dass keiner durcheinander kommt. Beginnen aber jetzt schon damit, würde ich sagen. Nicht nur, wenn man so jetzt schon, wo wir runtergehen quasi. Und die bleiben halt auf dem Schaps Psycho, um auf den Tentakeln ist eh eigentlich genug Schaden. Ich mach nur Cleave-Schaden drauf eigentlich. Und bei mir sind es, weiß ich nicht wie viel. Achso, ja, ich sehe gerade, das draint aber gar keine geistige Gesundheit, also macht's nur Schaden am Tank. Ja, das was geistige Gesundheit draint, das ist ja das, was von N-Sock kommt. Ja, aber wieso wirst du dann immer als erstes übernommen, weil du Akku von den Übernommenen hast? Und die irgendwas auf dich draufcasten. Das machen die random. Aber das Kicken 14 Sekunden lang 33% mehr Schaden. Ja, aber nur auf den Tank. Ja, eh, schon klar, aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, ich meine 14er Proc. 14 Sekunden. Oder ein 11er Proc. So ist halt da die Heiler wieder dran. 14. Ja, also ich denke, wenn ich glaube nicht, dass wir da eine Rote einteilen müssen. Zumindest jetzt hier normal nicht. Ja, kick mal einfach, sobald es geht. Ist ja wurscht. Nur 14 Sekunden und das ist muss halt gekickt werden. Kick. Also wenn das einmal durchkommt, rennt er eher fast am Durchgang durch. 4, 3, 2, 1. Und sträubt euch nicht, das Ding einzusetzen. Also das Strahlen, bevor ihr runtergeht. Ja, wer runtergeht, also muss das machen. Das, der anderen bleibt gar nichts übrig. Ja. 4, 3, aber es geht 2, sich dann auch aus, dass wir es wieder 1. benutzen können, wenn wir runtergehen, also so ist nicht. Am besten halt nach der Paranoia.
Hütet euch. Hütet euch. Zum Boss hin. Kommt zu mir. Wie hattest du das von uns geschafft? Keine Ahnung. Hütet euch. Paranoia. Alle das Herz benutzen. Stimmt das mit Ignite und Bacardi nur 55 und 60? 3, 2, 1. Jo. Hast du das Herz nicht benutzt, oder was? Ne, hab ich noch nicht. Okay. Zuhören, was ich sage und mach, was ich sage, danke. Wir wollen den Boss hier besiegen, also schön auf die Raid-Ansagen hören. Paranoia, verteilt stehen. Hütet euch. Sehr gut, so muss es sein. Komm hoch. Keine Ahnung, wo der nächste spawnt. Ich glaube, rot oder so. Weiß es nicht. Ach nee, der Boss ist tot, ja. Ich muss angreifen. Kommt zu mir, genau, zu Lila. Hütet euch. Zum Boss hin. Four, genau zu mir, bitte, three, genau in grün stehen. Two, one. Max, du stehst nicht in grün. Oder Ignite. Ich sehe es nicht genau. Chris, ah, okay, passt trotzdem. Okay, wieder rechts von uns. Hütet euch. Paranoia. Wir alle wieder das Herz nutzen. Jetzt ready. Hast du, Thomas? Ja. Dann runter. Noch eine Runde. Seite rüber rennen müssen jetzt. Immer hinter ihn. Die nach dem gleichen Pattern spawnen. Ja.
Paranoia gleich, schnell stehen. Jetzt gleich zurück zu Rot. Sehr schön. Tötet die Sachen. Wir kommen nach oben. Ob zu blau. Wie viel Prozent muss der kommen? Ich weiß es nicht. Und sobald das Herz ready ist, benutzt es wieder, Leute. Gerade Alex und... Ja, genau. Einfach alle benutzen. Das erste Ad muss wirklich zerstört werden, ja? Dafür nehmen wir keinen. Und denkt an Robots dann. Das ist das erste Ad. Töten. Braucht Schweigers. Hütet euch. Eine, alle rein, alle rein. Achso, oh. In den Vaults stehen. Ah, warum spawnen wir jetzt unter dem Schiss? Ich hab nur noch eins. Ah! Ich hab noch 16. Ihr Rücken, hilf mir! Mit dem Debuff müsst ihr wegrennen. Nächster Ad, Ad ziehen. Auf Alex switchen, ist fast tot. Herz geht in 8 Sekunden wieder. Hütet. 11 Sekunden, 11 Sekunden. Scheiße, ich mach Alex. Das nicht. Passt auf eure Voids auf, wenn ihr die kriegt. Eins! Seelenfallen, das sind, glaube ich, die Voids. Uff! Das ist ein Safe gewesen. Herz benutzen, alle Herz benutzen. Ich hatte wirklich eins. Diese Voids gefallen mir nicht. Zum Boss hin, zum Boss hin, zum Boss. Wie? Tötet Arminius und kickt die Leute. Puh, überlebt, aber auf sowas für einen Preis. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Hütet euch. In das Ad rein. Ja. Die Voids. Die Voids haben uns das Genick gebrochen und dass einige wieder ihr Herz nicht benutzt haben, wo ich es gesagt habe. Aber ihr hattet es wahrscheinlich nicht ready, weil ihr es sonst wann benutzt habt. Deswegen wollte ich, dass ihr es genau zum gleichen Zeitpunkt benutzt. Okay, das sieht cool aus, was auch immer hier passiert. Ein Sat hat er auch bloß nur noch 50 Mio. Ja, der hat nur noch 41%. Hä? Ja, die Ads haben halt auch 5 Millionen, 6 Millionen Leben. Okay, es kommen keine Laser. Aber dafür kommen die Voids. Die Voids sind aber mega nervig, ey. Ja, hab ich nicht gesehen. Ja, das läuft einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Hau dich runter, Thomas, bitte. Beide, hau dich runter. Ah. Ist das Ad bewegbar, wenn es den Cast macht? Hat es mal nicht so ausgeschaut. Habt ihr auch den Debuff gekriegt mit der Void? Ja, same pain. Ich spring an den Rand. Ich hatte das Gefühl, das haben fast alle gekriegt, kann das sein? Ja. Mindestens die Hälfte. Versucht sie zu stacken. Weil dann versucht versucht mal das Ad dann ein bisschen vorzuziehen. Dass ihr quasi mit dem Ad alleine ein bisschen weiter vorne steht, wenn Seelenfeind kommt und die Gruppe rennt dann hinterher, sobald Seelenfeind kommt. Dass wir kurz bevor das ausläuft am Laufen sind. Was in dem Fall
ein bisschen problematisch war, war das Reinlaufen in den Kreis. Wenn wir hochkommen, haben wir teilweise ja unterschiedlich viel noch an Power. Und es ist relativ knapp. Und wenn wir dann mit in den Kreis reingehen, scheren wir eben auch mit. Und da kann es dann halt eben passieren, dass wir, weil wir wenn die Voids ja nicht gewesen wären, wäre das nicht so schlimm gewesen. Weil wenn 20 Leute drinstehen und der diesen AE macht, dann wird jedem vielleicht 5 oder so abgezogen. Das sollte kein Problem sein. Er hat es ja auch nur einmal gemacht und war dann tot. Es ist ein geistiger Verfall eingeschwindert. Dass du deine geistige Gesundheit verlierst, damit alle übernommen werden im Endeffekt. Kessel? Es ist schon wieder so spät. Weil Stefan, machen wir uns gleich einen fixen Punkt aus, wenn wir nach oben kommen und dann auf den Boss klatschen können. Oder je nachdem, wo ihr steht, oder sagst du das dann an? So wie es aussieht, spawnen die Ads genau in der gleichen Reihenfolge, wo wir sind, wenn wir diese komische Ranzi-Phase machen. Ich hab's jetzt erst einmal gesehen, ich kann dir nicht sagen, welches Markt das ist. Okay, passt. Five, four, three, two, one. Four, three, two, hütet euch. Nützig, wie geht das? So werden wir immer schlechter mit dem ersten Initialschaden. Nach hinten. Ich bin schon wieder weiter hinten gewesen. Hütet euch. Ach, das ist ein langsamer Fall. Paranoia. Leute! Hopp. Hallo, renn doch nicht durch uns durch. Aliga. Alles Herz benutzen. Ihr könnt ruhig in so einer roten Void stehen bleiben, da müsst ihr keine Angst vor haben, falls ihr es benutzt. Noch nicht rausbewegen. Four, three, two, one. Paranoia.
zu Orange als nächstes. Paranoia gleich. Hütet euch. Ihr könntet den Sorfen mit angreifen. Tötet vor allem die Tentakel. Alles so orange? Oh ja, ja doch. Hüte dich. Zum Boss hin. 4, 3, 2, 1. Komm zu mir. Neue Tentakel. Hütet euch. Paranoia. Alle das Herz benutzen. Und wieder runter. Hinter dem Boss müsste die nächste Wort sein. Ja, die nächsten Tentakel. Four, three, two, one. Paranoia. Hey, das ist mein Kessel. Gleich Richtung Rot laufen. Hütet euch. Boss ist angreifbar, tötet noch die Tentakel. Paranoia ist noch aktiv, nicht kuscheln. Dinsorf ist angreifbar. Orientiert euch mal alle bitte Richtung Blau. Okay, Kampf aus Schweigers. Was im Schluss, Ed? Schaut bitte bei Blau, Leute, da stehen three, einige zu weit links. Seelenpein sind die Dots. Lauft nach hinten raus, wenn ihr die Dots habt. Anderen kuscheln in den Ads, im Ad. Hütet euch. Da sind einige nicht rausgerannt. Weiter nach rechts. Alex, aufpassen, jetzt nicht mehr reinrennen. Hütet Dominik euch. Auch nicht, Flasch auch nicht. Beam. Achtung, Beam, ausweichen. Neues Ad. Hütet euch. Alle da rein, die nicht zu low sind.
Okay, 15 zieht das Zeug ab. Wolf, komm erneut. Geht nach hinten, wenn ihr sie habt. Oder geht einfach ein bisschen alle nach hinten. Spott mal bitte. Laufen nach links. Hütet Herz benutzen, euch. Alle Herz benutzen. Zum und nach vorne ran. Ran, vorne. Und Johannes töten. Unterbrochen Session. Wo ist Ed? Johannes retten. Alle da rein. Holz nach hinten ablegen. Und laufen nach links. Nach links laufen. Hütet euch. Augen kommen. Wow! Okay, die Firmen. Okay, also. Zunächst zusammenstehen. Wo ist Ed? Wiederbelebt zu werden ist ja. Alle da rein. Nicht so lustig. Bist du oben oder was? Jedenfalls. Nee. Und die Debuffs? Mit den Debuffs nach hinten gehen. Nächstes Ed musst du nehmen, Timo. Mhm. 3 Minuten Cooldown sind wieder ready. Starren kommt erneut. Ausweichen. Hütet euch. Ed. Hütet ab. Euch. Da rein. Ach. Sind weiter nach rechts, dass die an die Wolfsrandel laufen. Jetzt nach hinten, auf Abstand. Laufen nach links. Die Wolfs erneut wieder nach hinten gehen. Du musst neben Timo. Einmal noch das Ad machen. Ab. Und laufen. Hütet euch. Alle da rein. Ich hab 8-6, ich kann da nicht mit nein. Hütet euch. Bett. Strahlen, Achtung, ausweichen. Nice. Okay, jetzt voll auf den Boss durchtunneln. Hütet euch. Einfach auftanken. Durchtunneln. Ich hab's jetzt. Hältst du den Midis, dass die reingehen können? Hütet euch. Alle da rein. Nice. Oh, yes! Easy. Katzchen. Ja, da haben noch 2 Verderbnis. Ich hatte noch 20. Ja, ich war ja gestorben und du warst wiederbelebt mit 2 Minuten Cooldown. Ja. Oder mit dem Cooldown, den du hattest wahrscheinlich sogar, weil ich hatte es kurz vorher noch eingesetzt und es hat halt bloß nicht mehr gezählt. Und 30 Energie. Hm. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber... Okay. Wir werden mächtig. Wahaha. Wir müssen ja eigentlich jetzt besiegt deshalb. Hm, als Heal den Strahl mit zu haben ist auch nicht schlecht. Was im Dungeon? Läufst 5 Tank-Taktik. Rennst du durch, sammelst alles zusammen, dann strahlst du das alles zu Tode. Bosse. Warum ist... alles. Wie sollen wir da jetzt wieder rein, wenn das alles verschwindet? Ja, alle Leute, die... Warum sind wir hier? ...sehen können, Cinematic. Achso. Einmal nix. Scheiße. Baby. Oh, Baby.
Geht dir jetzt eine ab, oder? Oh ja, Baby. Dominik, bitte, sei still. Danke. Oh, Baby, Baby. 75 Verderbnis, ich kann das nicht mal tragen, das Teil. Ich bin noch in der Herzkammer, oder? Aber ich ja. kann mein scheiß Ding nicht benutzen. Mein neues. Das ist wahrscheinlich noch der Raid hier. Bist du da hinten, ist so ein grünes Portal. Es haben 8 Leute das Auge bekommen, ne? Also nicht draufdrücken, ja. Das ist nicht für jeden. Das ist Pets, die werden verteilt gleich, ja. Wir gehen jetzt erstmal C rein und dann verteile ich die Pets. Mit Magni kann man reden, ich will mit Magni reden. Lohnt sich zu würfeln? Urkunde Sage. Auf das Pad? Nein, nicht aufs Pad, hier Reroll halt. Was ist denn dein Ansatz? Was du haben kannst, was gut für dich ist, aber im Endeffekt machen wir Hero in 2 Wochen durch, also eigentlich nicht. Ja, vor allem diesen schwulen Ring habe ich gekriegt. Ja, den schwulen Ring würde ich brauchen, ne? Ja, ich kann den schwulen Ring leider nicht trainen, aber ich werde ihn einmal anziehen müssen, damit ich das beim nächsten Mal machen kann. Warum ist das kein lesbischer Ring? Ich finde, das ist ziemlich, ihr wisst schon, Frauen werden immer benachteiligt. Zeig Klasse. Das ist ein Transgender-Ring. Hass gegen alle, ist was ich sage. Yannick, geht mein Erzilut-Council-Fenster zu, wenn ich die Instanz verlasse? Weißt du das? Ja. Es geht zu? Mhm. Okay, dann bleibe ich kurz hier noch hier drin. Ich gucke das hier durch eben, verteile die Items und wir machen eben eine schnelle Pause und dann mache ich danach auf eine schnelle Pause oder so. Ja, dann, wie lange geht's da? 55, okay, bis gleich. Bis gleich.
Vielleicht hat das er immer wieder. Fette. Und ich habe ein Fett bekommen. Ich mach's einfach nur ein Add-on, keine Ahnung. Irgendwie ist der zweite Kessel an mir vorbeigegangen. Ich bräuchte einen Port. Hä? Ein fliegendes Auge, hey. Ja, du hattest mir auch das Pad ja, gegeben. Ja, weil Stefan bei mir eingestellt hatte, dass ich dir das Pad geben soll. Stefan okay. Hat einfach durchgeklickt. Er hat nicht geguckt, von wem das Pad kommt, weil es zu umständlich war. Ach so. Der sortiert mir das ja nach keiner sinnvollen Weise. Ich habe untereinander quasi 8 Pads stehen. Und wenn ich in jedes einzelne Pad reinklicke, dann sehe ich, wer quasi der Loothaber von diesem Pad ist. Ich fühle mich beobachtet. Dann zeigt er mir das in jedem der Fenster an der rechten Seite an. Ich kann es also im ersten Fenster rechts an der Seite so sortieren, dass er es mir in einer Reihe anzeigt. Dann mache ich einfach nur Rechtsklick vergeben und er springt von Fenster zu Fenster. Wenn ich da dann noch zusätzlich überprüfe, wer jetzt welches hat, das ist... Okay. Tauscht es einfach ein paar Mal hin und her, das ist ja nicht wild. Seid ihr alle da, oder was? Ja. Ja. Ah, das kommt. Passt. Na dann. Also ich mach mit der neuen Waffe 2k DPS weniger. Richtig leerwand. Wenn ich im Endeffekt... Weil meinst du etwa die Waffe, die für euch alle besten Slot ist? Was? Ja, mein Dings, meine Armschiene-Verderbnis ist leider besser als die Kollabrierung also oder was auch immer. Also du willst mir etwa sagen, dass das nichts mit der Waffe zu tun hat, dass es gut ist? Wenn ich sie sicher... Wer hatte das nur schon mal gesagt? Ich weiß nicht mehr, ich wer wollte das war. Nicht heroisch machen, Stefan. Mir war es egal. Also, non-heroisch. Ich mir wollte nicht egal. Heroisch machen. Wie ist das? Also, Dominik, für dich ist Feierabend heute. Ja. Buff nochmal in. Lass lieber schnell weitermachen. Ich würde sie gerne weiter. Er kann sie nicht handeln. Ich weiß aber, trotzdem. Dann zerstört sie. Auf den Drachen! Thomas Ritzen. Das waren 60% seines Lebens. Luft doch mal ein bisschen weiter weg. Ich hab gerade was durchgekostet. Tausch. Was du das immer neben mir? Achtung, Voids, Feuervoids, weg. 5, 4, 3, 2, 1. Hütet euch. Das vergesse ich auch immer wieder, dass das so unfair, da die Voids kommen. Weiterhin angreifen. Schiebung. Schiebo. Schieber. Okay. Ich ziehe alles zurück, ist doch ziemlich krank, der Trade. Wollt ihr den da stehen lassen? Oder was? Okay. Spott. Hab. Das war scheiße. Vampir da ist mein Leben kurz an mir vorbeigerauscht. Schreien, Dominik. Alter, das sind...
Wenn ihr low seid, große Raid-Gruppen-Damage. Spitzen. Spot. Hütet euch. Feuer. Oh, bitte geht weg damit. Also, da gehen noch welche hoch. 5, 4, 3, gegenüber zum Eingang. 2, 1. Mein Gott, ich schaffe es nicht. Oh. Oh mein Gott. Alfie rettet mir das Leben! Wo ist dein Leiband? Ich hab was wirklich Gutes gemacht. Ich küsse dein Auge. Brudi. Bitte nicht. Brudi. Die Dinger töten. Macht sie kaputt. Robin, also hier geblieben. Mehr Stacheln kaputt machen, Leute. Ich bin ja für ein Anregen. Kommt aus der bestimmt großer Damage rein. 70 Energie. Oh, das geht gerade sogar ziemlich gut, alles tut. Energie. Leute, habt ihr die gerade alle gekillt? Direkt zur Seite drehen. Thomas, nimmst du? Infightport ist ready. Kuschelt Mitte, mehr in der Mitte wieder, dass für die Heiler leichter ist mit Heilkreisen und allem. Spott. Hab. Ach, jetzt sind wir anregen, Robin. Vorsicht. Ab. Mal spotten. Hütet euch. Feuer. Achtung. Die andere Seite. 5, 4, 3, 2, 1. Hütet euch. Einfach nur zur Seite drehen. Hier muss man wirklich die Gruppe krass toppen. Weil ja, ohne weit weg, so. Hat die anderen heilen aber auch irgendwie nichts. Das ist mal wieder ein Kampf, das hier, den ich als Melee echt liebe. Naja, komm, wir können alle gleich wenig angreifen. Oder meinst du wegen dem Wegrennen? Ja. Also wegen allem eigentlich. Bis auf die Staffel. Naja, eure Dots ticken noch wenigstens, aber als Pala ist es halt einfach bescheuert. Die Dots, die so... Vielseitigkeit, Meisterschaft. Left side, to the left, to the left. Standbild. Robin. 20% left, Schaden davon? Oder 0? Robin, warum warst du denn so low? Wegen dem Rennen, oder was? Im Moment habe ich da Schaden machen können. Weiß gut. Nein, nicht wirklich. Ein bisschen. Ich vermute deswegen, keine Ahnung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass beim Spark es rumgebackt hat bei mir. Der war im Prinzip instant weg oder ich hatte einen Lag. Ihr könnt nur 5 Stück kaputt machen, oder? Achso, das kann natürlich auch sein. Ich habe mir nicht durchgelesen, aber da war eine Zeit halt, deswegen. Also es war eine Zeit oder ein Timer, weil ich bin der Meinung, ich habe da gesehen, genau, ich eine bin... Zahl ich bin ist da. Also du hast nur 5 Aufladungen davon. Ah, okay. Also macht auf jeden Fall die dichter am Boss dran sind, das hatten wir ja schon beim letzten Mal gesagt. Das hat diesmal besser funktioniert, letztes Mal waren ja im Boss noch 3 Stück irgendwie gewesen, wobei einen haben wir übersehen. Ja, ich hätte ihn fast noch tot gehabt, ich habe ihn noch getötet, aber mein...
Mein Sternensog ist erst angekommen, als der Boss schon wieder aktiv war. Ja, das stelle ich mir auf mythisch lustig vor. Den Schaden möchte ich mir gar nicht erst vorstellen, ne. Da musst du wirklich weit auseinanderlaufen. Da ist viel aufgegangen. Ja, die müssen einfach aufgetankt werden, ne. Ja, ja. Da muss man wahrscheinlich auch im Raum... Also muss man der Schaden fehlt halt bei mir komplett, ne, der Edge-Schaden. Schön kuscheln, Leute. Ich nehm X. Kuschelt an denen dran. Wir sind in der zweiten Gruppe hier. Ich glaube, dreimal dran gewiped an diesen zwei Ads. Oder zweimal. Weil die Mages sich selber umgebracht haben. Und hier fallen die halt so krass schnell um. Ich caste schneller als ihr. Ach, das. Achtung! Alfie. Gelassenheit. Gelassenheit? Daniel, AFK. Papiermauern. Soll ich's tun, Christoph? Soll ich's tun? Ja, tu's. Töte dich selbst. Daniel ist tatsächlich AFK, er heilt überhaupt nicht. Ja. Lel. Erst kurz im Klartraum. Und wo? Im Klartraum. Im Dab-Raum. Im Dab. Meint ihr, wenn wir einen voll durchfokussen, dass der das gar nicht erst macht, die Fähigkeit? Kannst du mir was zu trinken stellen? Temporalflux-Verzögerung war das. Der kann ja gleich meine Kaugummis abholen, oder? Disconnect, da schaut, dann ist er sogar unschuldig. Ja! Das hat er von seiner Ex-Freundin gelernt, wie das geht. Kabel ziehen. Das WLAN-Kabel stolpern. Macht mal nur einen dicken, bitte. Timo! Wartet auf mich! Oh, Thomas bringt was zum Spielen mit. Hütet euch. Ich hatte gerade irgendwie den Drang, das Video wegzuschubsen. Ach, ich lass das mal lieber. Hütet euch. Irgendwie möchte ich halt die Hosen anziehen, die ich gerade bekommen habe, aber dann... Oh, er warnt. Bin ich halt das erste Mal über 40 Verderbnis. Bitte? Hat Wand gesagt. Leihwand. Gelähmte Wand. Der Grip war Leihwand. Oh Gott, ich schaffe es nicht. Oh Gott, ich schaffe es nicht. Sonst verbinde ich jemanden, der oh Gott sagt, nur mit was Positivem. Hütet euch. Ach. Oh, ich glaube, ich sterbe hier. I got a feeling. Hütet euch. Juhu. Hütet ja. Euch. Makes sense. Jetzt hat man schon wieder die Pillen abgesetzt, Timo. Daniel schreibt gerade, PC macht Mucken. Hütet euch. PC? Na, dann können wir doch Ingos PC hinschicken. Hey. Ingo verkauft ihn bestimmt für einen Schnapper. Schnapper. Ein Schnapper, ja. Ziemlich genau 600 Euro, ne? Ein spurloser Schnapper. Den Kacke nervt. Was nervt? Ständig habe ich hier sozusagen Standbild und dann siehst du nur, wie sich die Leute bewegen, so auf dem Fleck und auf einmal geht's Gute Beschreibung. Läuft. Wir müssen ja eh auf Daniel warten, oder? Wir geben ihm kurz 2 Minuten, ja.
Dann starte ich nochmal den Rechner. Warte. Warte. Hast du vielleicht in den Grafikeinstellungen irgendwas nicht richtig eingestellt? Weil seit dem Patch hat sich ja einiges da verändert. Ich hatte die ganze Ein Zeit kein Ding aus der Verderbnis. Du meinst seit dem Patch? Ja, seit dem Patch. Ich hatte die ganze Zeit gar keine Probleme. Also ich habe das hier in dem Raid. An gewissen Stellen wird meine Grafikkarte laut. Also der Lüfter von der Grafikkarte. Ja, ich habe auch Ruckler. Also ich jetzt weiß, zum Beispiel gerade bei den vielen kleinen Ads habe ich auch kleine Ruckler genau. drin. Also ich... Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Leistung mehr gefordert wird oder so. Bei Zott gerade auch. In der letzten Phase hatte ich einmal kurz ein Problem. Da ist auch mein Sound war auch verzerrt. Also. Naja, das, was er beschreibt, ist eigentlich ein typischer, sag ich mal, sehr Leitung, von den Packages. Ne? Ja, ich habe geschrieben, er soll mal einen Ping-Test machen. Ja, dafür sollte ich aber raus. Du hast gesagt, er soll mal einen Gentest machen? Ja, was ist denn mit Stefan denn los? Was solltest du dafür? Finde raus, ob du ansteckend bist. Trinken wir ein Corona zusammen. Du musst dafür nicht offline gehen, Sebastian. Ja, ich wollte ja sowieso neu starten, von daher. Das bringt dir aber nichts, wenn es an der Leitung liegt und nicht an dir. Achso, wollten wir es eigentlich nochmal mit 5 Heilern spielen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich bin immer für einen Heiler weniger. Ich glaube, da war es sogar schon noch sinnvoll. Ich überlege gerade, weil wir hatten aber am Ende des Kampfes gesagt, es wäre nicht nötig gewesen, oder? Es hing davon ab, wie viel oder war das? Also ich weiß, dass wir ihn gelegt hatten dann, aber ich bin gerade nicht sicher, ob wir trotzdem gesagt haben, der Trial lief so gut, dass das auch ohne... Aber wir können mitspielen. Ja, das kann ich überhaupt nicht ab, Ingo. Stefan. Sowieso ja. Die Hose, die ich gerade bekommen habe, ist ja 15 Item-Level höher als das, was ich anhab und ist trotzdem schlechter gesimmt. Geil, dann gib sie mir. Ja, geht ja nicht. Was will ich? Aber es sind 33 DPS. Personal Loot ist doch toll, ich weiß gar nicht, was er hat. Zieh sie, denke ich, mal trotzdem an wegen der Ausdauer. Ihr fühlt nicht die Verpflichtung, den Loot, den ihr nicht braucht, abzugeben. Ist doch großartig. Damit wir noch mehr Egoisten werden. Yes, Alter. So funktioniert's. Robin, ich weiß nicht, was du meinst. Also ich habe immer noch 425 Hosen an als DD. Nice. Die von Dings, von dem anderen Raid, wie heißt der? Mhm. Und die sind heftig. Keine Hose. Unit exists. Ja, das ist eine Platinhose, du willst schauen. Du hast aber 445er an bei mir. Als DD, ich bin Heiler, Robin, hör doch zu. In dein Gesicht. Kannst du noch mehr erklären? Könnt ihr mal das klatschen? Kannst du mir das bitte nochmal sagen? Ich hab's nicht verstanden. Warum ist eigentlich mein Diensthandy in der Packung Toffifee? Da kannst du mal hier dich entfesseln. In der Packung Toffifee? Müsste da nicht Toffifee drin sein? Nee, das ist ja. Robin, da verlierst du es nicht bei deiner Fressgier. Hä? Ja, das siehst du immer, wenn du was zu essen willst. Jurassic Park 3, oder? Jedes Mal, wenn der scheiß Dino kommt, klingelt's. Morgens nach dem Aufstehen. Ah, erstmal ein Toffifee. Ah, Handy gefunden. Wie sagt man, 9:30 in Polen, wo ist mein Knoppers? Was? Wer hat mir vorrangig die Verzauberungen angeboten? Ich nehm's jetzt trotzdem. Irgendwie finde ich es nicht. Sehr gut, gebt ihr euch jetzt alle die Hand, mal AFK gehen. Ah, wenn sie wieder da ist, gehe ich dann kurz Pizza machen. So. Stefan, reich mir deine Hand. Was? Hört ihr mich? Reich mir deine Hand. Nein. Mann. Nein. Falls du jetzt noch mehr redest, dann hören wir dich wieder nicht. Vorhin habt ihr mich auf jeden Fall nicht gehört. Kann das eigentlich sein, dass man sich mit einem Infinite Stars aus dem Leben ballert bei dem Boss hier? Nee, dafür macht es zu wenig Schaden. So, was mache ich jetzt meine Hosen? Psst. Ah, da ist mein Ping. Wurde nicht also ich kann ab und zu jetzt 6% meiner Gesundheit an Ads oder Boss beim Ping, zufügen. Wenn du runterscrollst, angezeigt so ein Graph,
Also wichtig ist auf jeden Fall auch Grad der Schwankung. Und das ich bin jetzt auch ein Shadow. Nicht so dunkel, Grad, wie ich bin. Grad. Stefan hat heute mega gute Laune, hä? Ich hätte fragen können, ob Celsius oder Fahrenheit. Hab zu viel Vikings geguckt. Ich bin nicht bereit, ich benötige noch eine Information von Sebastian. Da Frollo. Versuchen nicht Frollo der Ich bin erst in der dritten Staffel. Oh, Entschuldigung. Sebastian. Was hast du jetzt für einen Ping und wie ist der Grad der Schwankung? Ich muss übrigens noch essen, Sebastian. Ja, sofort. Ich speise. Jetzt habe ich meinen Ping, den ich immer habe. Wo was, du hast nämlich nicht Preise? In WoW, da wo ich gesagt habe. Naja, genau da habe ich jetzt auch meinen Ping. Ja, aber was steht da? Was steht da als Ping und was steht da als Grad der Schwankung? Wo steht denn Grad der Schwankstoß? Hier steht Ping, das hast du Grad der Graf gesagt, oder was? 45%. Und was hast du für einen Ping? 30. Jetzt 30, ja. Ja gut, das sieht ja eigentlich da noch in Ordnung aus. Vorhin waren es 700. Vorhin waren es 700, das, Darum sag ich ja, jetzt ist es wieder so, wie es sein soll. Wer callt die Heal Cooldowns? Kriegt er seine hin? Wer callt die Heal Cooldowns? Kriegst du es hin? Nicht so. Nee, heute nicht. Nee. Wer hat es beim letzten Mal gemacht? Du. Ich? Nee, du, Sebastian. Erst hatte ich es gemacht und dann hast du es angesagt. Und dann hab ich es nicht mehr gemacht, weil du hast es gesagt. Okay, wir gehen schon mal zurück und clearen Trash. Keine Ahnung, wie lange das hier noch dauert. Ist auch so toll, dass man hier nicht aufnehmen kann. Thomas ist erstmal runtergefallen. Thomas. Er wollte nur abkürzen. Ich hab mich schon so gefragt, da fällt dann niemand runter, oder? Ja. Nö. Er hat aber abgekürzt. Kann man noch schnell einen Verzauber rausherstellen? Bitte. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Nein. Jetzt erst recht nicht mehr. Dominik. Jetzt ist cool. Schnelle und tödliche, weil ich will die neue Waffe ausprobieren im Tösch. Schnelle und tödliche vergessen. Navigation, bitte. Schnell und tödlich, Brudi. Los. Die Waffe wird dann zerstört. Nein, Brudi. Das wäre so dumm. VZ auf die Waffe wird zerstört. Ne, der Effekt geht runter. Dann würdest du alles verdorben anziehen, aber nicht die Waffe, oder wie? Boah, ganz im Ernst, dass man diesen Scheiß hier laufen muss, ja, ohne Mount, das ist doch nicht zu fassen, ey. Ja, die ist so groß, ja, eigentlich könnte man doch hier locker drinnen fliegen. Alter. Dann geht's auch tief nach unten. Gute Gefühle, Marc. Malte. Greta. Ja, hier mit Öffis fahren, wäre doch schön. Nimm dir 10.000 Gold und gib mir Ruhe. Ein Rollstuhlfahrer. Ich muss es erst suchen, Mann, bleib locker. Achso, die andere, na, okay, Entschuldigung. Ich bin zu viele. Was haltet ihr von Trash-Loot? Ich halte da eine Menge von. Ananas. Ja, das wäre mega gut. Was? Manne? Danke für diesen wertvollen Kommentar. Atzen macht die Ananas. Ananas.
Pulsales bitte. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das kennen, Janik. Bist du Tank, ja, Dominik? Ist das Auge jetzt riesig? Also, oh Gott! Band gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das anziehen werde. Den hier. War ja schon mal so nett. Ich achte hier gerade absolut nicht drauf. 45 ist noch in Rahmen, Sebastian. Okay. Und ja, bei 30. Bei 30 ist es halt auch nicht viel. Naja, aber wie gesagt, 700.000, 800.000, das war vorhin einfach zu viel. Das Beamen, das nervt. Das ist klar. Aber wir kriegen am 25. eine neue Internetleitung. Also wenn ich dann am 26. nicht mehr da bin, wisst ihr warum. Boah, ist das ein riesiges Auge. Was heißt neue Internetleitung? Ich wollte gerade sagen, neues Kabel oder was? Oder eine größere Leitung? Größere Leitung. Anderer Anbieter, also. Gleicher Anbieter? Gleicher Anbieter. Dann drücken die nur einen Knopf. Ja, das könnten die jetzt auch drücken. Tun sie aber nicht. Tun sie erst am 25. Ja. Telekom? Ja. Die verlegen eine dickere Nudel. Ja, die haben hier das WF CityNet übernommen. Und von denen kriegen wir jetzt die frei gewordenen Ressourcen. Vectoring ist die Zukunft. Lektarine? Vectoring. Ja, und Vectoring wurde ja jetzt so weit verbessert, dass das bis 250.000 geht. Ja, immerhin. Sonst bieten sie hier bis 100 an. Naja. Ich weiß nicht, was besser ist, Shared Medium oder Vectoring. Das ist, by the way, die letzte Trash-Gruppe. Können wir mal so ein Ad spawnen? Also ich glaube, ich habe lieber Vectoring. Ah ne, Moment, da im Raum ist auch noch Trash drin. Jupp, ich auch. Egal, den machen wir erstmal nicht weiter, kommen wir zurück. Wir machen erstmal hier den Trash. Vor allem im Zweifelsfall hast du, wenn du Kabel hast, auch immer Segmentierungsarbeiten. Ach ja. Oder dann diese tolle Bildershow, wie Sebastian es hat. Ja, das bin ich gar nicht gewohnt, sowas. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Man, das hat mir gesehen am Sonntag, da hatten es Victor, Manni und ich, weil wir hatten alle, haben glaube alle Unity Media. Hm. Na gut, dafür müsste ich auch erstmal schauen bekommen. Okay, 100... 1.000.000. Dieses Ad möchte von mir gespottet werden. Verwüstung. AOE ist es ganz gut, kann man sagen. AOE Leihwand. Richtig Leihwand, Alter. So wie Kinofilme. Richtig, wie die Kinofilme. Und man stirbt dabei. Die werden doch auch an der Leinwand projiziert, oder nicht? Leihwand. Komm schon, beschwör so nett. Hab ich doch gesagt, Leinwand. Man erleiht Leinwand. Dir eine Wand, Mann. Leinwand. Ja, kann das mal was droppen Leinwand. Hier? Mit H, L, E, I, H, oder was? L, A, Y. Leinwand. Leon Huf. Und eine Und eine Pulle voll rum. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab mal was da drin. Gleich springen alle drauf an, ey. Wie ein Kindergarten hier. Ein Klassiker, Entschuldigung. Wollen wir nicht beim Gildentreffen einfach mal die gucken? Da haben wir anderes zu tun. Da gucken wir eher tief in das Glas voll Dreck oder in das Glas. Ja, wir können zurücklaufen zum. Also man nimmt den Glas rum und dann guckt er in ein Glas voll Dreck. Nächstes Mal auf jeden Fall keine rum. Er nimmt ein Glas. Und guckt voll in Dreck. Ist natürlich Ico so. Muss nochmal näher ranlaufen. Oh, guck mal, der Gildenchat. Er hat bestimmt noch was gelootet. Können die uns zu? Wir werden schon wieder beobachtet, Herst. Wo ist denn das? Ich hab nur ein Glas voll Dreck. Also bei mir reicht ja eigentlich schon, wenn er in Zott die ganze Zeit zuguckt, ne? Hat er auch seine Augen überall. Vielleicht ist er das. Geh her, es bist deppert.
Erst euer, was ich mit dir. Ich wollte jetzt mal Robin zurück. Das hab ich gesehen. Oh, scheiße, Mann. Johannes, du Cheater. Christoph, du. Was? Warum kommt er jetzt Christoph? Wieso bin ich eigentlich der Langsamste, ey? Ich kann mich nicht zusammen racen. Ich mach das nochmal auf Schluss mit der Schule, ne? Mehr 20 Sekunden. Machen. Da muss Robin wieder hier sein. Da kann ich mich dann wieder mit ihm tauschen. Ja. Der Tod ist langsam. Der reitet langsam, meine ich. Ja, der wenn Tod wir aufmauen, dann werden wir schneller. Ist das nicht der Tod auch... reitet schnell oder so? Nee, der Tod kommt schleichend. Der Tod kommt krass. Erster. Deswegen darf der Tod auch nicht reiten, weil er sonst zu schnell wäre. Ja, stell dir mal vor, die machen Geschwindigkeitskontrollen. Das ist gefährlich. Stell vor, Scheiße, ich wurde geblitzt, ey. 50 Gold. Machen das dann elischer Mann? Was? Ja. Jemanden blitzen. Ja, Auto laufen bricht nicht. Verlierst du da auch dein Gedächtnis? Hab ich überhaupt nicht gewusst. Geblitzdingst? Auto oder laufen oder was? Stell dir mal vor, du wirst dir geblitzdingst und hast plötzlich das Gear von Greta. Let's Net und du machst plötzlich 1 Million Schaden. Obwohl, ja, ohne Squish, ja, na klar. Du darfst schon fast dran. Ich bin kein Pädophiler, sorry. Ja, das geht. Kurz nicht im TS zugehört. Ja, nicht drüber nachdenken. Ach, wenn ich ein Bär bin. So, mal gucken, wie das... Im Wookiee-Kostüm. Ein Kuschelbär? Genau. Ziemlich haarige Angelegenheit, ja. Das wird hart hier. Ich bräuchte immer noch eine Flask. Ja, von musst du eine eigene nehmen, wenn du den Kessel verpeilst, was soll ich sagen? Oder ein also, Alchi ist so nett und gibt dir eine ab. Ja, wenn jemand so schnell darauf rumdrückt, dass ich nichts mehr abbekomme. Der stand doch noch ewig. Rum beim letzten Mal. Ja den habe ich sogar erwähnt nochmal. Deswegen hast du gesagt, du hast verpeilt, so ich den dass, den nicht gesehen. Nicht, dass du nicht mehr raufklicken konntest. Ja, ich habe ihn ja nicht mehr gesehen. Ich habe nur mitgekriegt, dass es darum ging und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Robin, mit dem zweiten hast, sieht man hast besser. Du jetzt oder brauchst du? Ja, ich kann dich kaum empfehlen. Nachwerfen. Nein. Nein. Leihwand also, von Doktor. Alle, die da stehen, meine ich. Leihwand von Doktor. Seht ihn an, den Doktor. Auf der Zugspitze. Sarah barfoot noch. Und Christoph auch barfoot. Und es läuft in einer Minute aus. Vor allem, wie sieht Stefan das aber noch du dich. Lol. Okay. Ja, meine Terry-Wind zeigt nur an, wenn ich nicht zocke. Stopp. Mein Dickwix buggt. Ich sehe, glaube ich, keinen Pulltimer. Es war ja auch noch gar keiner. Erst jetzt? Nee, sehe ich nicht. Ja. Ich zähle runter. Robin, reloade irgendwas. Mann, was macht ihr? Was habt ihr mit eurem Interface dauernd? Ey, das gibt's doch nicht. 3, 2, 1. Bull, go. Hä? Ja, jetzt reportet man. Wieso porten? Nee, portet. Lol. So eine Klauzeitstelle. Okay. Könnt ihr mal bitte aufhören, euch jetzt voll Behinderte zu nehmen? Das ist langsam zu viel, ey. Komm, ich will die Skillung ausprobieren. Ja, die Kinder von Tertium Science wollen bitte in Kasse 3 abgeholt werden. Smallland. Sag bitte, wenn dein Pod wieder ready ist. Hast du da gereloadet? Siehst du jetzt einen Pulltimer? Soll ich ihn mal machen? Oh, warte. Ja, mach mal nochmal einen. Jetzt poddet wieder jemand. Ja, sehe ich jetzt. Sag, wenn es soweit ist. Der hätte das mal länger anlaufen, bis man gucken, ob irgendjemand Trinket halt gemacht hätte. Das ist ja wieder. Gib mir noch 10 Stellen. Schnell! 5, 4, 3, 2. Yes. Schön dich dran stehen wegen dem Knockback, ne? Hütet euch. Was für ein Knockback? Thomas, ich nehme. Ja. Knockback? Ach, der Knockback. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Add Focus, Leute.
4, 3, 2, hütet one. Euch. Niemals. Ich nehme. Hütet Stop. Euch. Schützen. Hütet euch. Das habe ich nicht ganz verstanden. Fokus aufs Ad, Leute. Ne. Hütet euch. Hütet euch. Four, three, two, one. Hütet euch. Zeit noch töten. Und kuscheln schon mal bei Gelb. Beginnt der Rotz jetzt schon. Geht. Rausrennen mit dem Debuff und instant dispellen. Gelassenheit. Top. Sarah Vampir Mama. Gottes Hymne. Rechts hinten. Schrei, Dominik. Belebung gleich, wenn wir das nächste Mal droppen. Ist nicht ready bei mir. Von Christoph, ich weiß. Ich hab den Scheiß. Okay. 8 Stacks von dem Ogre gerade bekommen. Hütet euch. Absoluter Tunnelblick. Ich nehme das Ad. Hütet euch. Bringt dann eure zweite Pot. 4, 3, 2, 1. Lockback. In die Void. Hütet euch. Hopp. Bitte ein bisschen mehr um ihn rum verteilt stehen. Knockback. Also Midis, steht mal bitte seitlich, ja. Das ist sehr dicht. Hütet euch. Hütet euch. Ich nehm. Four, three, two, one. In die Voids. Hey, ich bin der Void. Oh-oh! Robin raus, Robin raus, Robin raus, Robin. Töte das Ad. Sarah Vampir, Mama. Blödes Ogre. Gelassenheit. Schrei sind 30 Sekunden bei dir. Yannick Aura. Gottes Hymne. Ich hab mein Segenswort auch noch, ne? Den Cooldown habe ich gegrückt. Ach doch, da. Nein, nein, es passt.
Soweit bin ich nicht gekommen. Ich arbeite von oben herunter. Max, geh weg hinter mir. Einfach ignorieren und töten. Den Boss töten. Gut, das war wohl so nett. Hütet euch. Four, three, two, hütet euch. One. Holz in Holz. Hütet euch. Ich zänk durch. Wann hat sich den Eisblock gezogen? Hütet euch. Noch ein bisschen heilen und pushen. Nice. Bei Raden? Gibt's noch einer auf? Raden? Ach ja, der Typ. Drei Leute müssen noch looten. Könnt ihr mal okay. Reizen? Ja, wird halt nicht gerettet dann. Ja, Robin, ganz im Ernst. Es ist echt super hilfreich, wenn du rummeckerst, nachdem ich es gesagt habe, weil du selber nicht in der Lage warst, es zu sagen. Ja, ich wollte ja nicht sagen. Kannst du den Kommentar auch danach nicht einfach für dich behalten? Entweder sagst du es selbst oder du lässt es sein. Nochmal nichts, hey. Ingo, du musst noch looten. Ja, er ist gelaufen, weil er irgendwann deinen Geist freigelassen hat. Es dauert also noch bestimmt 30 Sekunden. Da hinten kommt er angesprungen. Johannes, taugt das Trinket was? CD. Johannes? Es geht so, aber es ist nicht jedes Verbesserung. Ich meine, ich habe einen Sockel drauf, ne? Ich finde als solche Trinkets eigentlich nicht so gut. Also es ist auch nicht gut. Ich hab das gleiche mit Sockel und es ist immer noch schlechter als jedes Zittergift. Na, es ist halt Schattenschaden, ne? Das skaliert wahrscheinlich mit mir ziemlich gut. Die RPPM buggen aktuell rum, es löst aktuell nur 66% den Fällen aus, wo es auslösen soll, von 100. Na gut, das werden sie fixen wahrscheinlich. Oder hat er das im Sim auch anders drin? Im Sim ist es mit 100% drin und pockt aber in Real Life nur mit 66. Wir haben einen Haufen gefixt. War das vielleicht dabei? Weiß ich nicht. Ich meine nicht. Wenn ich das nicht durchgelesen habe, da war ein Haufen mit Items. Also ich habe heute noch im Druidenforum darüber was gelesen. Also mit Kommentaren von heute. Daniel, hattest du den nicht auf HC? Ach, das war wegen Sockel, ja? Okay, nee, ganz genau. Dann gebe ich ihn diesmal Rock an. Ich spiele mal mit den Hosen. Da habe ich eine Chance, für 10 Sekunden lang halbe Abklingzeiten zu haben. Oder Abklingzeiten für 10 Sekunden lang um 50% zu beschleunigen. Hattest du eins von den Softpads gekriegt? Yep. Ja, ne? Robin, glaube ich auch. Maxi, hattest du eins gehabt? Ja, hatte ich. Max? Nein. Mit dir, Ingo, hattest du eins gehabt? Ja. Thomas? Ding aus dem Jenseits. Sieht aus wie ich. Oh, fuck.
Ne, steht nicht in den Hotfixes vom 28. Januar. Ist also wahrscheinlich. Ich glaube, einer davon reflektiert Zauber, kann das sein? Ja, ich glaube, zwei ist so. Ja, das Shivern Venom Relic, was ich habe, das ist halt Single Target nicht das stärkste. Deswegen ist das vielleicht ein gutes Replacement für Single Target Fights. Sofern es richtig funktioniert, beziehungsweise wer weiß, wie stark das ist, keine Ahnung. Das Voodoo-Totem ist ja auch ziemlich stark. Das ist ja ähnlicher Natur. Auto-Hits. Ding aus dem Jenseits. Der Boss ist auf mythisch tatsächlich lustig. Die Spiegelbilder kann nur eine Hälfte des Raids sehen. Yay, es klingt nach sehr viel Spaß. Ja, es hat Koordination. Ne? Lustiger wäre es gewesen, wenn es anstatt 2-4 Phasen gäbe. Bin mal gespannt, was mit dem Soft passiert. Da wurde ja gesagt, dass es eine Special Phase gibt. Und da mutmaßen ja schon alle, dass irgendwie die erste Phase anders ist, weil die super langweilig ist. Und was knackst denn jetzt rum? Mit meiner Schere. Da sind. Oh, Method hat 7. Oh, gerade jetzt, oder? Ja, Ding aus dem Jenseits. Ah, ne, schon mal im Progress bei Raden. Krass, dass die aufgeholt haben, ey. Method oder was? Bitte? Method oder wie meinst du? Ja, ja. Sind's mythisch drin? Sind so irgendwie immer. Also rechte Seite ist, wobei wir haben ja eh immer nur eine Seite gehabt, glaube ich noch. Five, four, three, two, one. Four, three, two, one. Blau? Nein. Grün? Nein. Lila? Ja. Kuschel einfach bei mir. Geht schlecht mit solchen riesigen Augen. Two, one. Ab. Sind vom Ed weg. Wurzeln. Vorsicht.
Wow. Blau. Was hast du? Orange. Nee, ja doch. Grün. Nein. Lila. Nein. Okay, dann ist es der auf der anderen Seite. Sind kaputt machbar jetzt. Wahrscheinlich wieder bei mir. Den, wo ihr drauf habt, sehe ich nicht. Das ist nicht der Lila. Das ist er nicht. Das ist der Blaue. Ganz hinten, ganz hinten. Der Blaue, okay, andere Seite zurück. Seid ihr, ihr seid schon Lila Buff, ne? Lila Buff sehe ich hier bei Blau. Oh. Das war das Ding. Schön weit laufen. Mit dem Edge. 4, 3, 2, 1. Ab. Warte die Explosion ab und erst dann dicht rangehen. Blöde Sorge. Jetzt. Blau. Bin diesmal Schatten. Nein. Grün. Nein. Lila. Nein. Okay, dann ist das auf der anderen Seite. Wo ist Robin? Wo ist Robin? Kuscheln. Da ist man. Spiegelbilder kaputt machen. Kuschelt bei mir. Edge schön weit weglaufen. 4, 3, 2, 1. Nehmen wir den Boss da gleich mit hin. Zum Edge töten. Wurzeln. Blau. Grün, ich bin schwarz wieder. Ich muss wieder auf jeden Fall was bauen. Lila. Ja, Lila. Das sieht gut aus. Lila, okay. Vorsicht. Stell mal nochmal ein Portal von hier, was schön weit weg geht, nach rechts. Ist der nächste, der den Debuff kriegt. So weit wie möglich weg geht von hier. Four, three, two, und alle one. Davon ein bisschen weglaufen. Lauf, Sarah. Noch ein bisschen von hier weg. Hab. Ausfokussen. Boah, geht das ins Mana. Oh, the fuck. Daniel noch Loot? Okay, Daniel läuft schon wieder auf der Stelle.
So, that is not a good sign. Oder sind mir das Trinket besser mit 234 Millipers? Nicht groß genug, dass ich es anziehe. Es sind halt alle drei Box hier. Da ist eh noch weg. Das ist schön. Das ist schön. So, wie track ich denn jetzt am besten, dass so ein Ding aus dem Jenseits da ist? Ist die Frage, ob eigentlich ist Kritembo meine besten Stats. Ich dachte, jetzt kommt was Gutes zu meiner Frage, aber nee. Nee, was war deine Frage? Wie track ich denn am besten dieses Ding aus dem Jenseits, das was einem verfolgt? Als Ad? Ich war gerade schon irritiert, ob man Bonusbeute jetzt doch verrollen kann. Sind Bisswerte. Müsste es doch eigentlich gehen. Oh. Cast könnt mich mal, ich cast euch einfach zu Tode. Weiß einer, wie sich Herz der Dunkelheit mit geringem Verderbnisgrad macht? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Du brauchst über 20, also du musst das Auge haben. Oder 25 sogar? 25 steht dran. Ja, also du musst am Ende 25 über haben. Ich habe ja noch kein Blut bekommen. Nicht mal Gold oder so. Und dann ist es ziemlich stark. Aber ich habe aufgehört, mit dem Auge zu spielen. Mich nervt das hart. Ich habe heute erst damit angefangen. Oh oh. Was für ein Auge? Na, mit dem Verderbnis-Auge. Oh, auch wieder Gießband. Oder? Sein. Ich könnte mal kurz Schaden gebrauchen hier. Ich will nochmal so ein Ed beschwören. Gab's ja nicht diese tollen Knockbacks? Jetzt gibt's ja wieder Andenken. Komm her. Komm her. Ist er wieder da? Nee, ne? Sorry. Baby. Sag mal, wo kommst Blut. Du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Sind da alle so blau wie ihr? Ja, die sind so blau wie ihr. Wenn du blau bist, machst du was richtig. Warum zum Glück weiß ich jetzt nicht mehr Blaubeere. Weil wir saufen wie ja, stimmt, du bist ja in Eredin. Ich hab Ehre. Ehre Diem. Konntest du noch looten? Nein, ich habe einen Brief. Okay, dann warte. Item? Nein. Okay. 50 minus DKP. Wird das ein Brief? Ja. Seems reasonable. Riesennabel.
Rea, Sona, Bell. Das ist der Leute, mit denen du verkehrt. Die Woche. Die sind heute so fröhlich. Wenn du mir den Ring postest, bin ich böse. Ja, nee, aber weißt du, wie ich mich fühle dabei? Du siehst doch die Stats, oder? Wahrscheinlich unglaublich gut. Du würdest einen Ring... Hast du Ringe mit Vielseitigkeit Meisterschaft an? Nee, aber trotzdem. Der ist halt 4,75 und... Na gut, ein 4,75er... Ein 4,75er kriegst du auf jeden Fall raus. Und die Verderbnis, die kann ja genauso gut auch auf heroischen Items drauf sein. Irgendwann, das ist am Anfang ein bisschen Lacke, wer was kriegt, ja klar. Aber ich hätte es lieber auf einem Item, was ich behalten würde. Weil sobald ich auf einem anderen Item diesen Trade drauf habe, werde ich das in die Bank tun, weil das werde ich auf 475 mit diesen Stats nicht anziehen, selbst wenn ich Verderbnis runter mache. Ja, das ist Ding aus dem Jenseits. Verderbniseffekten noch nach Hause. Ich bin zu Hause. Zu Hause bin ich erst, wenn ich wieder in meinem Bett liege. Sophie. Das ist auch blöd, ey. Da würde ich fast runterreinigen. Soll ich jetzt meinen Ring posten, wo ich schon runtergereinigt habe? 66 Verdammnis für sowas. Ja, würde ich auch nicht nein sagen. Aber ich hätte auch lieber den Ring genommen, den du da hast. Hier steht 25% Verbesserung dein Ring. Okay. Stefan, willst du meinen Ring haben? Crit Tempo. Pull mal alles, Yannick hat Bock. Was? Es tut einfach so weh, das Ding mit Vielseitigkeit und Meisterschaft. Ich meine, wie waren die Chancen, mit Vielseitigkeit und Meisterschaft zu kriegen? So viele Ringe, wo Tempo oder Crit drauf wäre, aber nee, ich krieg natürlich den. Wow, hier droppen meine FPS aber übelst hart. Oh, hier ist der Rotz. Unbeschreibliche Wahrheit. Geht doch. Ein Ring, Stefan, zu knechten. Hütet euch. Ihn ins Dunkel zu treiben. Weil ich finde den Schwert gar Thomas, nicht so stark. Thomas, du bist hier. Ich hab dich und gleichzeitig Christoph glücklich gemacht, glaube ich. Mich? Ich bin gerade. Siehst du, bei Männern ist doch schön. Nee. Thomas. Umschriftliche Wahrheit. Infinite Stars, wie sind eigentlich die drei Stufen? 50, 75, 125, ne, oder? Oder gibt es eine kleinere Version wie 50? Nee, die Verderbnis. Achso, das muss. Oh. Also auf denen, die ich hatte, war bis jetzt immer 50 Verderbnis drauf. Also ist 50 und welcher Rang? Da ist 50 wahrscheinlich der kleinste, ne? 75 hätte ich auch nicht angezogen. Also das, der Ring ist gerade so gut genug, dass ich ihn anziehe. Das tut trotzdem weh. 4% Tempo, 3% Crit. Hat es noch kein random weg. Item gedroppt, oder? 20 Crit. Haben sie bestimmt reduziert, die Dropschuss. Oder wir hatten wieder wahnsinniges Luck beim letzten Mal, wer weiß. Ich habe das Gefühl, dass die Inherze immer größere Dropschuss haben. Oh, sorry. Hütet. Als ob mich das erwischt hat, ja.
Aber als Midi ist das Auge doch ein Witz, oder? Mit dem Rauslaufen eigentlich? Nein, es ist nicht so schlimm. Du gehst einfach... Ja, das meine ich doch. Aber das ist echt... Nein, Stefan. Achso, ich habe das anders verstanden. Na, wurscht, weißt schon. Ich finde, als Ranged spiel ich das... Boah, was ist denn hier los? Habt ihr auch die Essenz dann drin, die noch 10 Reduktionen gibt? Ja, ja. Ja. Die ist ja jetzt Rang 2. Oh, oh. Gibt's da, aber da gibt's auch nur 10, oder? Bitte? Ja, bringt trotzdem nur 10. Ja, es hielt einen ganz gut, Rang 2. Achso, ja, ich meinte jetzt eher wegen der Verdammnisreduktion. Rang 3 wird halt massiv im Schaden. Halt ja gut, du hast ja auch schon Dings, ne? Was? Du hast ja einen Slot mehr. Na, der ist ja fast jeder, oder? Schon fast 80, what the fuck. Vorsicht, da kommt die Putt. Weg davon. Weg. Keppel, oh mein Gott, Keppel, don't do that. Der pullt nicht. Scheiße. Da wurde gekeppelt. Ich hab's dir halt, ich hab sogar gesagt, ey. Ich wollte ihn nicht bewegen. So, ruhig steht er und... Ja, das funktioniert aber auch bloß bei T-Rex. Böse Traitor. Scheiß Dämonen. Vielleicht droppt er jetzt was raus. Jetzt positiv. Ja, Schmutz. DPS-Training. Hat er nicht so lange gedauert. So, meint ihr, wir haben heute genug DPS für Two-Phasing? Nein. Wie nein? Doch. Nein! Nein! Nee, wir haben doch 3 gemacht. Also ja, wir haben aber 3 ganz knapp nicht geschafft und hatten 4. gekriegt, ne? Aber ich meine jetzt halt, dass ja, wir. Genau. Dass wir 2 kriegen, den 3. quasi mit Schrei dann gegensteuern und dann drauf pfeifen. Ja, aber dann müssen wir ja. Ja, wir schicken Heiler rein, ja, klar. Nee, wir schicken dann auch 3 Heiler rein. Beim 2. Mal gehe ich ja mit rein. So, dass Daniel nicht muss, dann kann er beim 3. Mal sich reinstellen. Also macht der letzten Turn nur die Heiler. Ja. Und nicht bouncen, nur reingehen. Dass ja, meine ich ja. Debuff kriegt, ja. Was wir beim letzten Mal angesprochen hatten. Ist der Debuff eigentlich weg, wenn die Kugel irgendwo gegen schlägt? Ja. Ja? Also du meinst den Debuff mit dem Schadensreduktionszeug? Ja. Ja, sollte weg sein dann. Also es ist auch wie wenn du es in hier in das Tor bringst, dann ist er eigentlich auch weg. Da waren irgendwelche Casts dabei, die eklig waren. Genau die. Leggy Leg. Der Heal geht durch, glaube ich, oder? Bruh. Da geht der Heal. Nee, doch nicht. What the fuck? Also, bitte nicht die Gruppen zusammenpullen. Doch, weitermachen. Und denkt ans Rappen, Leute, da waren einige ein bisschen sehr low. Go, go, Timo. Oh! Du blödes. Möchte ich da rennen? Warum möglich nicht? Wie lange hältst du das aus, ey? Achso, Christoph ist noch da. Oh shit. Ja, ich glaube, das hat aber schon wieder hochgeheilt. Ja, Christoph war bei mir gerade so aus der Range. Au! Nein, jetzt sind sie echt resettet. Die waren eh schon wieder voll geheilt. War ein bisschen was tot? Nein. Du hast jetzt nicht gerade wieder beide gepullt, oder? Da sind 3 oder 4 sind gestorben. Oh Mann. Ich hab die beobachten der Leiter. Könnt ihr diesen Quatsch bitte sein lassen jetzt?
Ich warte ja, lieber. Einfach, wir machen es Stück für Stück. Hm. Und nicht zu uns rennen! Angst! Na toll. Oh, die bringen den Scheiß auch noch mit. Na toll. Wer ist denn da freiwillig sterben gegangen? Gerade Bim Bam. So Christoph ist noch infighten mit irgendwas. Resettet ihr gerade? Nee, hä? Geht da nicht so dicht dran oder sind es nur die drei? Nee, da kommt noch mehr. Wieso kommt man denn da rausgelaufen mit dem Scheiß? Stirb. Stirb, Kartoffel. Danke, Sophie, dass du mitgebracht hast. Sie teilt halt gerne. Von wem sie es bloß hat? Pult der schon wieder? Oh mein Gott! Schnell weg hier. Hütet euch! Bin noch nicht in Fight. Krank hier gerade. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Das Kreuz bewegt sich weg. 85 Gold ist eine Scheiß. Was ist das für eine Bewegung? Ach, die Retzbewegung, okay. Grace the Sun. Naja, also ein paar sind tot. Schön. Drei. Gut, ein paar klein geschrieben. Just die linke. Macht jetzt bitte die linke Gruppe und dann. Ich glaube, die Lernplätze Waters, die dann immer vorgestackt ist. Was waren das, was so viel Schaden gemacht hat? Waren das die leeren Salven oder was? Ja, die Salve. Oder das eine, was er kanalisiert. Die kann man doch bestimmt stunnen, eigentlich. Die Salve kann man auch LO essen. Kannst du auch einfach kicken. Das Auge ist mittlerweile so groß, dass ich es nicht mitbekomme, wenn ich mittendrin stehe. Zum Glück habe ich dafür einen Sound. Und das Ding ist viel zu schnell. Ich glaube, für den Kampf ziehe ich die Hosen wieder aus. Oder? Oder? Welche App ist das? Schon wieder fast die Zeit rum. Wenn ihr schnell auf Toilette geht, dann könnt ihr das noch eben machen. Wollte eigentlich schon vor 10 Minuten Pause machen, aber da war ja noch Trash da. 3 Minuten, na. Ebenhand. Einhändig stolz. Neu. Ha.
Was hast du denn? Ich droppe nur eine Nebenhand. Drei Einhandsachen für die Mainhand. Eine Zweihandsache, aber nur eine Nebenhand. Okay. Die droppt hier bei dem Boss. Das werde ich wahrscheinlich hier trollen. Hä, wo ist der Feuer da? Ne Fable. Sterben. Ich bin da, ich habe nur irgendwie nichts gesehen. So, ich hab's abgeändert. Gruppe 3 ist Rhythmia, Aliga, Bacardi. Nochmal zur Erklärung, wie das zu verstehen ist, falls das irgendwer nicht ganz verstanden hat. Wenn der Boss bei grün steht, dann ist blau Norden, lila ist Westen, rot ist Osten, gelb ist Süden. Ja, das heißt, Rhythmia steht im Westen, also lila. Liga im Süden, Bacardi im Osten zum Beispiel. Gut. Five, four, three, two, one. Und Frosch. Four, three, two, Geister laufen. One. Hütet euch. Up. Thank you.
Gruppe 1 bereit machen. 4, 3, 2, 1. Ach, lol. Hat das einen Grund, Janik, dass du zum Tor gerannt bist direkt? Ja, ich musste da reinlaufen. Ich bin blöd. Nee, ich dachte, da kommt die Kugel raus. Oder dass das rot ist. Das rote ist das, was rein muss. Christoph Retzen. Ich lieg unten. Okay, runterspringen. Ich war gerade Gruppe 1, ein Feld nicht besetzt. Ja. Deshalb bin ich da rein. Du bist da rein? Ja, ich bin da rein, weil sonst keiner rein will. Und wer war nicht drin? Ich. Bist du vorher schon runtergerollt oder was? Oder? Nee, ich hab das gerade ein bisschen verpellt, dass man sich am Boss direkt dran reinstellen muss. Ich hab gerade irgendwie an einen Sot gedacht, wo man irgendwo reinlaufen muss. Ja, aber da war aber 66%. Sollte also eigentlich kein Problem sein, ihn zu schaffen, 10 zu besiegen, sofern keiner stirbt. Aber wir müssen so oder so die Kugel zweimal richtig spielen, von daher. Da kommen wir nicht drum rum. Jetzt bekommst du plötzlich einen Stein. Mit einem Löffel Schwen Zucker. Was? Oh, gerade ein Erfolg. Achso, ja. Four, three, two, Move, Geister. One. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Hab. Gruppe 1 bereit machen. 4, 3, Gruppe 1 bereit machen. 1. So, was für eine Leere. Denk dran, nicht an die Pillar kommen. Und die Pillar haben einen größeren Radius als erwartet. Geister laufen. Hütet Four, euch. 3, 2, 1. Hat's geklappt mit der Kugel? Ja. Four, three, two, one. Hütet euch.
Geister Move. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Oh, voll in dem Geist. Zweite Gruppe. 4, 3, 2, 1. Ich knock als erstes. Ich mach als zweites Mal, ja. Four, three, two, one. Hütet euch. Geister, Move. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Und vier Umarmungssache. Denkt an eure Innenfight-Pot. Four, three, two, one. Hütet euch. Gruppe 3 bereit machen. Rhythmia, Aliga, Bacardi. 4, 3, 2, 1. Im Osten ist keiner, Bacardi. Okay. Ich sag dir, wann du Schrei benutzen sollst, Dominik. Mach das warten. Move, Geister. Jetzt, Schrei. Robin Retzen. 4, 3, 2, 1. Hütet euch. Four, three, two, one. Hütet euch. Geister, move. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Uh-oh. Gruppe 1, um es nochmal reingehen. Ja, ich bin tot, da muss jemand anders für mich rein. 4, 3, jemand anders rein. 1. Den Orb ein bisschen aufhalten, aber. Geht zum Orb. Das ist dieses blaue leuchtende Ding. Sehr schön. Puh, unnötig knapp, ey. Können wir irgendwie mal was ausmachen, wie wir da immer weglaufen von den von diesen Strahlen, weil irgendwie als Melee ist das echt blöd. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also im Normalfall einfach immer in die gleiche Richtung, ne? Es sei denn jetzt die Richtung zurück ist halt ein bisschen kürzer. Aber ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Wie man das anders machen soll, weil es ist ja random, wo das kommt. Ja, da weiß ich, den Tanks dann einfach nochmal einen Mark geben. Robin, rennst du oder du musst noch looten? Okay. Das Trinket geht im Multitarget-Make-up. Ein ganz gutes AOE-Trinket sein.
Ja, genau, Janik. Das ist ziemlich gut. Für Mythisch Plus. Naja, Max hat ja auch nur ein AE-Trinket an. Hast du das eigentlich auch im Tankspec gekriegt, Thomas? Nee, ich hab umgestellt. Ich hab das letzte Woche ja auch schon bekommen. Aber ja, ich hab's letzte Mal als Tankspec bekommen. Okay, wunderbar. Naja, ich denke mal, das mit dem Schaden sollte sich so ein bisschen erledigen. Wenn wir ein bisschen mehr Gear haben. Aber es ging ja jetzt gerade schon sich ganz gut aus. Wir hatten einen Toten, ne, glaube ich. Wobei es war nur ein Heiler, ne? Aber der Schaden war ein bisschen niedrig. Einige. Ich war halt einmal kurz tot. Ja, aber uns haben 10 oder 15 Sekunden gefehlt, so das hat dein Tod jetzt nicht gemacht, denke ich. Nee, das stimmt. Na gut, ansonsten 4 Bosse down, eine Soft down, bin sehr zufrieden, dann machen wir in HC weiter. HC meinst du, oder? Was? In HC machen wir weiter. Wir machen im HC weiter, what the fuck? Du hast nämlich in HC gesagt, Chef von Schulz. Wir machen in HC. In HC. Das in machen, HC ja, ist so ein NHC. Ich bin kein Deutscher. Ich verstehe das nicht. Ich hab auch NHC verstanden. Okay, Sekunde aber bitte. Wir machen im HC weiter, wir gehen aber nicht zu Vexiona, sondern wir werden zuerst den Hund machen. Und ja, das war easy im Normal. Dann gucken, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich erstmal die Schwarmintelligenz. Vielleicht machen wir auch zuerst die Schwarmintelligenz und dann den Hund, aber irgendwie so diese Reihenfolge wird es haben beim nächsten Mal. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ja, ansonsten, dann bis Sonntag und habt eine schöne Woche. Macht's gut. Wurde der Hund eigentlich nur auf Mythisch oder auch auf HC gebufft? Ich schätze mal, Mythisch wird sich die Woche rausstellen, weil die laufen heute das erste Mal oder die Woche. Mythisch wurde, da sind sie alle rübergerannt heute. Ja, mythisch wurde auf jeden Fall wurde er schon angepackt. Der hat mehr Leben bekommen, weil er zu wenig Leben hatte. Aber ich weiß nicht, ob auch im HC. Und bei Raden gab es einen Bug, da konnten sie so einen Debuff cheesen. Mit Immunität. Das haben sie auch direkt gehotfixt, dass es nicht geht. Ja gut, dann beende ich hier mit dem Stream. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Na denn, schönen Abend noch. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.